Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und mittlerweile sind schon über 50% der limitierten Weihnachtspakete verkauft. Wenn ihr noch eins haben wollt, schaut gerne auf paluten.shop oder paluten.store vorbei. Was aber viel wichtiger ist, Leute, ihr habt wieder richtig geile Mini-Paluten-Bilder geschickt. Zum Beispiel Mini-Paluten auf dem Schlitten. Übrigens, hat es heute bei euch auch geschneit? Leute, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier in München war ein bisschen was. Wow, Mini-Paluten hat sich eine Pizza gegönnt. Alter, einen geilen Burger. Und Plätzchen hast du auch? Du bist ja noch ein größerer Fressack als ich. Und natürlich, falls ihr den kleinen Mini-Fressack zu Hause haben wollt, schaut ebenfalls gerne in den Shop vorbei. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der sich schon was gegönnt hat. Zu Mini-Paluten gibt es natürlich immer noch eine unterschriebene Autogrammkarte, genauso wie zu den Weihnachtspaketen. Mann, jetzt habe ich aber wieder zu viel gebrabbelt, Leute. Viel Spaß mit Among Us. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. So, mal gucken, ob ich jetzt hier direkt wieder am Anfang. Na, wer will mich? Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Die arme Paletto, Alter. Vor allen Dingen, was auch immer so krank ist, ich stand jetzt die letzten Male immer in so einem Stack drin und dann hat es immer Paletto erwischt, den armen Boy. Der kann doch nichts dafür, Alter. Ah, nee, ruhig, schnell zu Osaft. Ich habe hier zwei, doch, ich habe hier sogar einen Task. Oh, ist gerade das Licht ausgegangen? Tatsächlich. O-Saft, bleib bei mir. Es könnte Timid sein. Ich vertraue eigentlich O-Saft. Weil der hätte mich doch jetzt schon einmal schön lecker schlecker mal wegmachen können, oder? Achso, ist schon wieder. Ah, Gott, oh Gott. Ich mache jetzt mal hier. Vielleicht ist es super dumm. Ich mache mal Security. Gibt es nicht so, wo ich alles sehe? Warum sehe ich denn hier nicht alles auf einmal? Da ist O-Saft, Maudado. Er könnte... Nee, sind zu viele. Ja, aber die achten alle da drauf. Aber die wissen, dass ich hier bin. Ich muss raus. Ich muss weg. Oder ich fix Lights. Fufu, nein. Ja, mach doch jetzt mal, Fufu. Hä? Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Aber das ist auch sehr, sehr kompliziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich muss alle hochdrücken. Also das hat jetzt insgesamt für mich nicht so viel Sinn gemacht. Ich bin jetzt hier, glaube ich, hoffentlich in Sicherheit. Ich mache hier einfach nur meinen Tag. Bisschen, man muss auch mal den Tag so ein bisschen... Oh, das... Nee, Osaft vertraue ich. Osaft geht da jetzt... So, ich mache jetzt alles einfach an. Aber was muss ich denn... Ah, guck mal, ich habe das hier auch doch geschafft. Bin doch nicht so doof, wie ich aussehe. Osaft würde ich glaube ich, mein Leben mittlerweile anfangen. Ich war gerade beim Knopf. Da bin ich runtergegangen zum Admin-Table, hab da Timid gesehen. Ja, Maudado ist mir auch Specimen entgegengekommen. Genau, dann bin ich hochgegangen und da lag der Maudados Leiche. Und die letzten, Timid kann es nicht gewesen sein, weil den habe ich, der war die ganze Zeit am Admin-Table. Und ich habe Maxi noch gesehen. Maxi? Ich war wirklich länger schon weg. Ich war wirklich länger weg. Ich habe Maudado nicht gekillt. Auch wenn ich einen Hass gerade auf Maudado ein bisschen habe, aber ich habe wirklich nicht gekillt. Ich hätte ihn normalerweise gekillt, aber ich habe ihn wirklich nicht gekillt. Der Kill muss gerade in den letzten 5 Sekunden. Geografisch, wo ist das? Unterm Knopf. Ah, okay. Ja, wenn du an einem Admin-Pult warst, dann musst du ja gesehen haben, dass ich in Storage war. Der Kill muss wirklich gerade eben passiert sein, weil ich bin wirklich nur, ich habe Maudado gesehen, bin einmal kurz an Admin-Table, wieder hoch, dann war Maudado tot. Und was ist jetzt, also sind Maxi, Ani, Fufu? Und hier. Nee, ich war oben rechts. Also es kann auch ein Self-Report von Cracker sein, so ist es nicht. Ach, weil Cracker ist auch neben mir gewesen. Aber ich kann euch alle gar nicht einschätzen. Ich vermute, es könnte halt gut Maxi. Also ich vermute, Maxi. Fufu hat immer ein gutes Gespür, was Maxify angeht. Aber Fufu ist halt auch selber. Fufu war so. Eigentlich kann es nicht sein, weil Maxi vor mir gewendet ist. Das kann nicht sein. Was? Das würde er wirklich machen. Ja. Oh. So, okay, ich bleib bei Osaft. Wir bleiben zusammen, weil dir kann ich sowas vom vertrauen. Osaft, ja, warte. Wo musst du denn hin? Lass uns mal hier. Osaft, genau, komm mal mit hier, weil dann kann ich hier ein paar Tage... Oh, Osaft, wir müssen zusammenbleiben. Bleib zusammen. Ich drück schon mal Report. Osaft! Scheiße, das war's. Osaft ist weg. Ich habe die einzige Person... ich kann nicht reden. Ja, toll, jetzt muss ich das hier machen, bei diesem blöden Vent. Ey. Wer hat das erfunden? Und weg, raus aus der Toilette. Ich habe dich gerade Baraleiche gesehen, ist Security. Okay, Timid ist es nicht. Oh, das war ich wahrscheinlich auch, oder? Wer war es denn? Wer hat wen an der Leiche? Ist mir nicht. Fufu, ich bin an der Leiche. Bin ich dumm, oder? Ist es Fufu? Also ich habe Kamera... Nee. Ich bin 100%ig nicht. Ich habe einen Fufu an der Leiche gesehen, an der Cams. Also ich habe nicht gesehen, ob er gekillt hat oder nicht. Von wo kamst du? Du kamst mir doch gerade entgegen. Ach Leute, überfordert mich.
Also, wie gesagt, Osaf würde ich echt ausschließen. Ich glaube, Osaf nicht. Cracker von dem Kill gerade, wie er es erklärt hat, hasse ich Maxi mega. Und ich glaube, gerade hatte ich Annie an mir vorbei nach oben gelaufen. Ja. Deswegen würde ich sagen, es könnte Annie sein oder irgendwer, der in Admin war und ist dann wieder zurück in Admin gegangen mäßig. Ich war in Comms und habe da diesen Router neu gestartet und dann war Licht aus, dann bin ich hochgelaufen und da waren auch ganz viele dann, als das Licht anging, bin an den Kameras gegangen. Zusammen mit Maxi, glaube ich. Also ich saß Maxi und Annie gerade am meisten. Nein. Wir müssen jetzt halt eh wen. Ja, wir müssen. Achso, ja, dann lass uns mal Maxi frei nehmen. Ich weiß es nicht, aber Kufu hat immer ein gutes Bauchgefühl. Kufu ist doch der beste Freund von Maxi Frei. Und die wissen doch dann, dass sie... Die hassen sich aber auch ein bisschen manchmal. Nein, das ist so eine Hassliebe. Das ist doch wie mit mir und Manuel. Verluten, das schiebe ich dir ansonsten in die Schuhe. Was hab ich denn jetzt gemacht? Osaf, wir müssen zusammenbleiben. Osaf, bitte. Komm. Komm mit. Osaf, warum läufst du denn weg? Ist er gerade... Osaf ist doch gerade gewendet. Hä? Nee. Er ist bei Vitals? Oh, nee. Hä? Wo ist denn jetzt Osaf plötzlich hin? Alter, ich habe Angst. Nicht, dass hier so ein Double Kill passiert. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Oh Gott. Nein. Cracker hätte mich schon wegmachen können. So, ich bin dran. Ich habe meine Hand drauf. Waiting for second user. Hallo? Oh Gott, nee, Annie ist in mir. Okay, normal. Ich gehe jetzt schnell nach links. Da sind die anderen. Okay, Osaf kann ich vertrauen. Ich muss einfach nur bei Osaf bleiben. Wo ist Timmit die ganze Zeit? Lebt Timmit noch? Guck mal auf Vitals. Also ja, Pink ist tot. Fufu ist down. Okay, es muss Annie sein. Glaube ich. Wintercracker war oben bei Paluten gerade eben und ist dann zu mir gekommen. Ja. Paluten hat das Ding gemacht. Nein, ich habe oben rechts das Ding gemacht. Und dann habe ich halt links, wollte ich halt gucken gehen, ob da irgendwer gestorben ist. Deswegen bin ich rübergelaufen. Ja, sie stand schon bei mir, das würde ich sagen, ja. Eine Anmerkung, der Mord ist passiert, bevor der Reaktor überhaupt ausgelöst wurde. Ich habe vorher schon auf der Live-Line... Nee, war es nicht. Ich habe vorher gesehen, auf dem Monitor. Ich habe doch, als der Reaktor losgegangen ist, war Fufu noch am Leben. Nee, aber ich habe auf... Ich habe nämlich auch geguckt und du hast direkt nach mir... Oh Gott, da Osaf, du machst dich halt gerade für mich verdächtig. Nein, Osaf ist es nicht. Osaf, ich vertraue Osaf. Ja, ist Andy oder Cracker. Aber Paluten, wir haben oben rechts haben wir beide Finger draufgelegt. Ja. Du lebst noch. Aber dann bin ich mit Cracker zusammen in den Lack reingelaufen. Der Imposter müsste Maxi sein. Wintercracker hat Maxi verdächtigt. Ja, das passt schon. Aber das Andy macht Cracker sein. Halt safe, ne? Es muss Andy sein. Ich würde auch denken, weil Annie hat gerade so eine ganz... So eine Stimme, die mir an sich nicht gefällt. Ne? Ja, wirklich. Doch, das ist so eine, gefährliche. Das ist die Stimmfarbe. Wir waren halt auch alle, zusammen. Wintercracker, du hast Maxi voll beschuldigt. Maxi war safe im Posten. Wir waren die ganze Zeit zusammen, Liveline atmen mit allem Mann zusammen. Dann ging der Reaktor an, wir sind alle zusammen hochgelaufen. Ich würde sagen, ich habe oben rechts ausgemacht. Teil des Teams. Hey, warum wollt ihr denn jetzt mich? Ey, Osaf, wen soll ich wohl nicht? Annie, let's go. Nein. Ich würde auch sagen, dass sie es ist. Es ist sie, Paluten. Osaf, ich lege mein Vertrauen in deine Hände. Okay. Ja, schade. Oh, ja, aber woher wusstet ihr, dass ich es bin? Also Wintercracker hat halt Maxi verdächtigt. Paluten war safe für mich. Ja, Maxi Osaf war safe für dich. Ich habe von Anfang bis Ende extra nichts gemacht. Ich wollte mich einfach die ganze Zeit proben und trotzdem bin ich rausgevotet. Ja, das musst du deinem Superfreund da in die Schuhe schieben. Hast du den Mord gegangen, Maxi? Nein, ich dachte, das ist nicht interessant. Crackers Geschichte war halt so perfekt, dass es Maxi sein hätte. Aber ich hab den Kind nicht gemacht. Ich war halt nicht da in dem Moment. Aber Leute, ich war so paranoid, bis ich gestorben bin. Ich hab nur gesehen, dass am Anfang drei Leute an diesem Task standen und nur eine Leistung hochkriegen. Ja, das hab ich gesehen. Ich war so, fuck, warum fake ich das? Hier haben wir Taskbar, weil normalerweise spielen wir ohne Taskbar-Updates. Und ich war so, scheiße, Modder hat's gesehen, er muss sterben. Ich hab keine einzige Aufgabe gemacht. Ich bin die ganze Zeit über die Map gelaufen und dann wurde ich erlöst. Ja. Wir sollten uns mal wieder merken, die Stimmfarbe, Leute. Okay, Leute, das war's für heute. Schaut hier beim Team Paluten-Kanal vorbei. Hier sind jetzt noch wunderbare Videos. Schaut für Mini Paluten und die Weihnachtspakete gerne im Shop vorbei. Ich möchte mich jetzt hier nochmal bei euch bedanken. Leute, habt jetzt auch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.